Dear Zachary, a letter to a son about his father. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Der heutige Fall wird nicht nur absolut grausam, sondern auch unfassbar emotional. Also haltet eure Taschentücher bereit. Ihr Lieben, ich freue mich wieder sehr, dass ihr heute dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Wie ist die Lage? Wie ist die aktuelle Stimmung? Hat euch jemand geärgert? Okay. Also ich möchte gerne einen Satz zitieren, den meine Mama mir häufig gesagt hat, nämlich morgen ist ein neuer Tag. Und ich habe den Satz gehasst, weil ich dachte immer, wie soll das jetzt alle meine Probleme lösen? Aber die Frau ist ziemlich klug, denn 90% meiner Probleme waren einen Tag später nur noch halb so groß. Und deswegen sage ich es euch heute auch, morgen ist ein neuer Tag. Also was auch immer euch heute beschäftigt, schlaft drüber. Macht euch einen schönen Abend und schaut euch die Dinge morgen mit frischem Kopf nochmal an und etwas weniger Emotionen. Und vielleicht geht es euch damit schon besser. Das wünsche ich euch auf jeden Fall. Ich habe einen langen Tag hinter mir. Ich habe heute eine neue Roomtour aufgenommen für meinen Zweitkanal. Die ist jetzt online und ich hoffe, dass sie euch gefällt. Und ich bin einfach super kaputt, habe diesen Fall aber vorbereitet und sitze jetzt hier im Studiokeller und muss einfach nur mit euch darüber reden. Dieser Fall hat mich in den letzten Tagen so häufig zum Weinen gebracht. Der ist unfassbar emotional, der geht ins Herz und ich will ihn euch nicht länger vorenthalten. Deswegen macht's euch gemütlich, holt euch heute euren emotionalen Support-Teddy oder euer Kuschelkissen oder was auch immer ihr braucht, um das hier heute durchzustehen. Und wir starten jetzt gemeinsam rein. Ah, bevor ich es vergesse, ich bin nicht nur traurig, ich bin auch noch unfassbar wütend. Und auch diese Emotionen werdet ihr am Ende des Videos, glaube ich, gut nachempfinden können. Wenn Eltern ihre Kinder verlieren, dann ist das meistens das Schlimmste, was passieren kann. Die allerschlimmste Vorstellung. Viele Paare verkraften den Verlust ein Leben lang nicht. Sie trennen sich, sie fallen in ein tiefes Loch, sie haben kaum noch Freude am Leben und tun sich damit schwer, ihren Alltag irgendwie wieder genießen zu können. Der Tod eines Kindes ist schlimm genug. Wenn die Eltern dann aber auch noch erfahren, dass ihr Sohn oder ihre Tochter ermordet wurde, dann wird das Unglück noch größer. Wie soll man so etwas jemals verkraften? Und wenn man dann erfährt, dass man nun mit dem Mörder kooperieren muss, um sein Enkelkind sehen zu können, ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss. 5. November 2001. Als Kate und David Bagby die Nachricht vom Tod ihres Sohnes Andrew erreicht, trifft sie einen Schlag ins Gesicht. Ihr über alles geliebter Junge, der wurde ermordet. Fassungslos sind sie. Wer könnte so einem guten Menschen so etwas Grauenvolles antun? Die beiden verlieren den Boden unter den Füßen. Was tut man in so einem Moment? Was denkt man? Wie fühlt man sich? Für Kate und David macht ab diesem Moment das Leben keinen Sinn mehr. Warum sollen sie überhaupt noch weitermachen, wenn ihnen doch das Allerliebste genommen wurde? Wie reagieren sie? Sie sind verzweifelt, sie sind verständnislos und fassungslos. Ich wollte sterben, sagt Kate in einem Interview. Beide wollten sterben. Das Ehepaar verkraftet die Nachricht nur schwer. Kate und David denken beide über Selbstmord nach, aber sie bleiben stark und überleben gemeinsam das Schlimmste, was ihnen jemals hätte passieren können. Mord am eigenen Kind. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Ich habe mir für die Recherche vor allem die Doku Dear Zachary, A Letter to a Son About His Father von Colt Kahn angeschaut und ich sag's euch ehrlich, ich habe so oft und so viel geweint. Der Film zeigt die Geschichte der Familie Bagby und die von ihren Freunden und Bekannten. Und der Film zeigt, wie es all diesen Menschen nach dem Verlust von Andrew ging. Im Fokus stehen vor allem die Eltern, David und Kate. Ich glaube wirklich, ich habe noch nie eine Doku gesehen, die so krass auf die Hinterbliebenen eingegangen ist und auf deren Sicht und auf Dinge wie diese. Ich kann euch die Doku echt nur ans Herz legen. Die ist unfassbar packend und interessant. Aber eben auch sehr, sehr rührend. Aber wer sind diese Bagbys überhaupt? Wer war Andrew? Andrew David Bagby wird am 25. September 1973 als einziges Kind von David Franklin Bagby und seiner Frau Kathleen, die alle nur Kate nennen, in Kalifornien geboren. Andrews Vater war ein US-Marinesoldat und ist Softwareingenieur aus Kansas. Andrews Mutter ist eine britische Krankenschwester und Hebamme aus Chatham in England,
die dann irgendwann nach USA ging. Als Kate und David anfingen, sich zu daten, sahen sie sich in den ersten 2 Wochen fast jeden Tag. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie waren von der ersten Sekunde an unzertrennlich. Es hat direkt gefunkt und ein Jahr später waren sie dann auch schon verheiratet und zogen gemeinsam nach San Diego. Ihr größter Traum war es, ein Baby zu bekommen. Aber Kate wurde eine ganze Zeit lang nicht schwanger. Sie haben gehofft und gebangt und auch über Adoption nachgedacht. Und irgendwann ist es dann aber doch zu einem kleinen Wunder gekommen, nämlich zu einem kleinen Jungen. Der ist ein absolutes Wunschkind. David und Kate freuen sich riesig, als sie erfahren, dass sie schwanger sind. Eine Liebesbeziehung, eine Liebesheirat, ein von Anfang an geliebtes Kind. Und genau dabei bleibt es auch. Die beiden haben sich so sehr auf Andrew gefreut und man sieht richtig das Strahlen und die Liebe in ihren Augen. Sie sind die Eltern, die jedes Kind sich wünschen würde. Andrew kommt gesund auf die Welt. Der Kleine ist ein richtig lebensfroher Kerl und hat ein verschmitztes, freches Gesichtchen. Er sieht verspielt und humorvoll aus und genau das ist er auch. Andrew hat keine Schwierigkeiten damit, sich schnell mit Leuten anzufreunden. In der Grundschule lernt er schon viele Freunde kennen, die er ein Leben lang haben wird. Er bleibt Einzelkind, hat aber trotzdem viele Menschen um ihn herum. Viele seiner Freunde stehen ihm so nah, wie nur Geschwister es können. Und es wirkt schon so, als hätte er einfach eine riesige Familie. Seine Kindheit ist glücklich und unbeschwert. Während Andrew noch in die Junior High School geht, lernt er seine zukünftige Freundin kennen. Die beiden verloben sich später sogar. Andrew wird ja von sehr vielen Menschen geliebt. Er macht die Leute in seiner Umgebung manchmal aber auch wahnsinnig. Aber auch gerade das ist irgendwie liebenswert an ihm. Und ich weiß zum Beispiel auch von mir selbst, dass ich meine Freunde auch gelegentlich in den Wahnsinn treiben kann. Und umgekehrt genauso. Nach seinem Schulabschluss beschließt Andrew zu studieren. Es zieht ihn direkt in die Naturwissenschaften und 1995 bekommt er dann auch seinen Bachelorabschluss in Biowissenschaften. Aber das reicht Andrew nicht. Er will noch einen Schritt weitergehen und Arzt werden. Also fängt er ein Medizinstudium in Kanada an, das er nach einigen Jahren dann auch erfolgreich abschließt. Ihr merkt, Andrew hat Großes vor. Noch bevor Andrew aber seinen Abschluss in der Tasche hat, lösen er und seine Freundin die Verlobung auf und trennen sich. Das ist jetzt erstmal ein harter Rückschlag. Obwohl das mit der Liebe nicht geklappt hat, bleiben die beiden aber gute Freunde. Andrew ist mittlerweile ein charismatischer junger Mann. Es heißt, manchmal könne er ein bisschen rechthaberisch sein, aber er ist auch ein guter Geschichtenerzähler. Er ist selbstlos, fürsorglich, auch entspannt. Zugänglich, intelligent. Das heißt, er sei kein Heiliger, aber ein guter Kerl, der einfach immer für einen da ist. Und das sagt auch seine ehemalige Verlobte über ihn, dass er immer für sie da war. In der Zeit seines Medizinstudiums lernt er jetzt Shirley Jane Turner kennen und die beiden werden ein Paar. Ob sie glücklich sind oder nicht, das wissen ja meist nur die Personen in der Beziehung selbst. Von außen ist das Ganze oft schlecht zu beurteilen. Auf jeden Fall ist das Verhältnis von Shirley und Andrews Freunden von Anfang an komisch. Es heißt, Shirley hat merkwürdige Stimmungsschwankungen. Sie ist deutlich älter als Andrew und hat bereits eigene Kinder. Sie ist außerdem extrem eifersüchtig. Sie mag zum Beispiel Andrews Ex überhaupt nicht und kann es gar nicht ab, wenn er über sie redet. Und wir haben über dieses Thema schon mal in den Kommentaren diskutiert. Ich bin ja der Meinung, dass man durchaus mit einem Ex-Partner oder einer Ex-Partnerin befreundet sein kann. Und ich weiß, das ist eine unpopular Opinion und auch im eigenen Freundeskreis habe ich damit schon die ein oder andere Diskussion ausgelöst. Aber ich glaube, es gibt ja Gründe, warum man sich trennt und ja, wenn da einfach keine romantischen Gefühle mehr im Spiel sind, dann kann man sich ja einfach freundschaftlich noch lieb haben. Aber ich kann auch verstehen, dass wenn man da schon blöde Erfahrungen gemacht hat, dass man dem Braten dann nicht vertraut. Was denkt ihr darüber? Schreibt es gerne nochmal in die Kommentare. Ich will diese Diskussion neu aufleben sehen. Shirley ist auf jeden Fall Team. Lass mich mit deiner Ex in Ruhe. Ich will nicht, dass du sie siehst. Ich will nicht, dass du über sie redest. Und ich
mag sie nicht. Und irgendwo kann ich das auch verstehen. Ach, ich weiß es nicht, Freunde. Shirley verlässt Kanada auf jeden Fall dann im Jahr 2000 und zieht in die United States und lässt ihre Kinder zurück. Das ist damals ihre Entscheidung. Sie lässt die Kinder dann bei dem Vater und das ist ja so ein bisschen ungewöhnlich. Meistens sind es ja eher die Väter, die Zigaretten holen gehen, ne? Oder Milch kaufen wollen und plötzlich nicht mehr wiederkommen. Aber in dem Fall ist es Shirley und das ist schon beachtlich. Sie ist jetzt wirklich weit von ihren Kindern entfernt und kann da nicht mal für ein Wochenende einfach eben rüberfahren oder einspringen, wenn irgendwas ist. Sie, ja, lässt sie richtig zurück. Im gleichen Jahr beschließt Andrew nach Syracuse. Auf jeden Fall nach New York zu ziehen, um dort in den Fachbereich Chirurgie einzusteigen. Obwohl beide jetzt in den USA leben, wohnen sie trotzdem weit weg voneinander. Denn die USA ist ja riesengroß und um da von einem Ort zum anderen zu kommen, das kann schon mal ordentlich was dauern. Shirley und Andrew führen jetzt also eine Fernbeziehung. Sie lebt in Iowa und er in New York, wo er in der Chirurgie arbeitet. Da kann man sich nicht regelmäßig sehen und jeden Mittwoch Date Night haben. Jetzt, wo Shirley in den USA wohnt, schafft sie sich übrigens zu ihrer Verteidigung eine Pistole an. In den USA ist das mit dem Waffengesetz ja ziemlich locker und das macht sich Shirley nun zu nutzen. Sie sagt, in den USA sei das ja anders als in Kanada, da brauche man halt eine Waffe. Zur Sicherheit. Ich denke, es ist eher andersrum. Das Problem ist, dass da alle eine Waffe haben. Aber die Debatte, die will ich jetzt hier nicht starten. Andrew ist zu dieser Zeit überhaupt nicht glücklich. Ihm gefällt sein Wohnort nicht und auch die Fernbeziehung, all das belastet ihn. Außerdem mag er seinen Job nicht so gerne. Er fühlt sich einfach insgesamt unwohl und möchte was an seinem Leben ändern. Mitte 2001 wechselt er sein Fachgebiet zur Allgemeinmedizin im Krankenhaus in Latrobe. Und das ist genau das, was Andrew machen möchte. Der junge Arzt liebt seine neue Stelle. Er ist nun überglücklich und freut sich, dass er sich überwinden konnte, den Fachbereich zu wechseln. Und Leute, das ist was ganz Wichtiges. Klar sollte man die Flinte nicht nach ein, zwei anstrengenden Wochen schon ins Korn werfen, aber wenn ihr euch an irgendeinem Ort permanent unwohl fühlt, dann wechselt. Dann versucht, etwas anderes für euch zu finden. Das Leben ist zu kurz, sich durch irgendwas durchleiden zu müssen. Andrew und Shirley wohnen aber immer noch ziemlich weit entfernt voneinander. Und wie das leider nun mal häufig in einer Fernbeziehung so sein kann, können sie sich eben nicht häufig sehen. Eines schönen Tages möchte Shirley dann doch wieder mal ihren geliebten Andrew besuchen. Sie schnappt sich einen Flug und er holt sie wie gewünscht vom Flughafen ab. Shirley beschließt, bis Anfang November zu bleiben und dann nach Hause zu ihrer Arbeit zu fliegen. Der Besuch ist aber alles andere als schön für die zwei. Es kommt immer wieder zu unangenehmen Streitigkeiten. Es wird lautstark geschimpft und geschrien und sich aufgeregt. Der Grund dafür ist, dass Shirley glaubt, dass Andrew an einer anderen Frau Interesse hat. Und ich weiß nicht, ob es die weibliche Intuition ist, aber anscheinend liegt sie gar nicht mal so falsch. Andrew erzählt ihr davon, dass er am Tag ihrer Abreise abends mit einer anderen verabredet sei. Das macht sie natürlich richtig wütend. Ich will Shirley in keinem Fall verteidigen, aber dass das jetzt nicht die feine englische Art ist, das kann ich auch verstehen. Stellt euch vor, ihr geht euren Freund besuchen und erfahrt am Tag eurer Abreise, dass er gleich eine andere trifft. Das würde mir jetzt auch nicht so gut schmecken. So kommt es dann zum Tag von Shirleys Abreise. Andrew bringt sie noch zum Flughafen und macht dann dort mit ihr Schluss. Shirley kann es nicht glauben. Er macht einfach kurz vor Ende des Besuchs Schluss mit ihr und das, obwohl sie ihn besucht hat. Shirley ist außer sich vor Wut. Die zwei verabschieden sich dann. Sie steigt ins Flugzeug und reist zurück nach Iowa, wo sie dann als Single ankommt. Und wie gesagt, auf der einen Seite ist das wirklich kein guter Move von Andrew. Es ist unfair und es ist gemein, dass er das anscheinend vorher nicht kommuniziert hat und dass da plötzlich mit ihr Schluss gemacht wurde. Auf der anderen Seite war er ja auch schon lange Zeit unglücklich in der Beziehung und dass er das nicht vorher übers Telefon klären wollte, das kann ich auch verstehen. Aber
ja, man hätte es auf jeden Fall besser regeln können. Am nächsten Tag ruft Shirley Andrew nochmal an. Die beiden führen im Laufe des Tages zwei Gespräche, aber das reicht Shirley nicht. Sie schnappt sich dann wieder ihre Sachen und reist nochmal los nach Landrobe zu Andrew. Davon weiß er aber nichts. Und das alles macht sie, obwohl die beiden sich nicht vertragen haben und auch nicht wieder zusammengekommen sind. Ich finde das schon übergriffig. Wenn ich mich von jemandem trenne und die Person steht dann am nächsten Tag unaufgefordert einfach so wieder vor meiner Tür. Ich weiß nicht, das fühlt sich nicht richtig an. Man muss auch die Grenzen des anderen dann respektieren. Und nicht nur das. Könnt ihr euch denken, was sie in ihrem Gepäck mitnimmt? Genau. Ihre Pistole. Wenn jemand zu seinem Ex fährt, aufgewühlt, verletzt und traurig ist und eine Waffe dabei hat, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass dabei nichts Gutes bei rumkommt. Am 5. November erreicht sie ihr Ziel. Sie sucht sofort den Kontakt zu Andrew. Frühmorgens steht sie dann stinksauer an seiner Tür. Sie wirft ihm die Trennung vor und sagt, sie will mit ihm reden. Aber Andrew ist erstmal absolut überfordert. Der hat ja nicht damit gerechnet, dass seine Ex plötzlich vor ihm steht. Und außerdem muss er zur Arbeit. Trotzdem vereinbaren die beiden dann einen Termin für den späten Nachmittag. Andrew ist das Ganze aber nicht so wirklich geheuer und er beschließt, sie lieber an einem öffentlichen Ort, zum Beispiel im Park, zu treffen. Er sagt auch, dass er sowieso nicht so viel Zeit hat, weil er danach noch mit seinem Vorgesetzten verabredet ist. Naja, gesagt, getan. Shirley und Andrew treffen sich nach seiner Arbeit im Keystone State Park. Das ist ein großer öffentlicher Park, der schöne Grünflächen und eine ausgedehnte Picknickfläche hat. Außerdem liegt in ihm auch der künstlich angelegte Keystone Lake. Das Treffen geht für einen der beiden tödlich aus. Andrew wird erschossen. Sein Körper wird am nächsten Tag tot aufgefunden. 5 Schusswunden werden in seinem Körper entdeckt. Eine an seinem Kopf, eine in seinem Gesicht, eine in der Brust und 2 am Hintern. Wer ihn umgebracht hat, das können wir uns alle denken. Auch Andrews Vorgesetzter und sein Kollege wusste ganz genau, mit wem sich Andrew vor dem Treffen bei ihm noch treffen wollte. Und was macht Shirley? Die fährt einfach wieder zurück und erscheint etwas verspätet auf der Arbeit. Am Vortag sei sie krank gewesen und sei deshalb nicht zur Arbeit gekommen. Jetzt würde es ihr aber wieder besser gehen. Wie krass ist das? Sie ist um die 15 Stunden zu Andrew gefahren. Sie hat ihn umgebracht und fährt danach wieder zurück und geht am nächsten Tag arbeiten, so als sei nie etwas gewesen. Wie abgebrüht können Menschen sein? Und Freunde, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Gefühl, aber ich bin letztens bei einer Notlüge erwischt worden. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Es war wirklich keine schlimme Lüge. Es war wirklich unfassbar harmlos. Aber ich fand es ganz schlimm, dabei erwischt worden zu sein, nur eine Halbwahrheit erzählt zu haben. Das war schon so ein schreckliches Gefühl. Ich habe mich schuldig gefühlt und die Person war so, ey, Lucia, das war wirklich jetzt nicht schlimm. Es ist alles gut. Und ich habe trotzdem den ganzen Abend Rotz und Wasser geheult. Wie kann sie, nachdem sie einen Mord begangen hat, nach Hause fahren und arbeiten gehen und dabei so wirken, als wäre alles vollkommen normal. Aber was wissen wir denn bisher auch schon von dieser Frau? Ihr ganzer Name lautet Shirley Jane Turner. Sie studierte Medizin und hat schon Kinder. Sie wurde in Kanada geboren und wollte nun in den USA leben. Zwischen Andrew und ihr gab es einen größeren Altersunterschied. Das alles sind Dinge, die wir bereits wissen. Was wir aber noch nicht wissen, ist, dass in einem Zeitungsbericht davon berichtet wird, dass Shirley eine kritische Vergangenheit hat. Sie soll zweimal geschieden sein, was jetzt ja noch nicht schlimm ist. Sie soll aber vor allem vor Andrew einen ebenfalls jüngeren Freund gehabt haben, der wohl versucht hat, die Beziehung zu ihr zu beenden. Shirley habe das aber nicht gepasst. Er sei daraufhin 2-mal von ihr weggezogen und seine Ex sei ihm jedes Mal gefolgt. Als ihr Ex dann eines Abends ins Gym gegangen ist und wieder nach Hause kam, fand er Shirley mit einer Überdosis eines milden Schlafmittels, einem Strauß Rosen in der Hand und einer halb fertig geschriebenen Selbstmordnachricht vor seiner Tür. Dass Trennungen wehtun können, das ist absolut verständlich. Und dass jeder damit unterschiedlich umgeht, das ist auch ganz normal. Aber
seinem Ex-Partner zu folgen, sodass diese Person mehrfach umziehen muss und dann einen Suizidversuch vor der Wohnung des Ex-Partners zu starten. Das ist unfassbar schrecklich. Das ist ja praktisch eine Schuldzuweisung. Shirley überlebt das alles aber und lässt ihren Ex daraufhin dann endlich in Ruhe. Kurz darauf begegnet sie Andrew und ist auch von ihm wieder total eingenommen. Ich glaube, sie ist einfach immer sehr schnell obsessed von einem Mann und will diese Person dann ganz und gar für sich haben. Was wir aber außerdem noch nicht wissen ist, dass Shirley zum Zeitpunkt von Andrews Ermordung schwanger ist. Und jetzt schnallt euch an, Leute. Ab jetzt wird alles noch viel, viel düsterer. Shirley wird von den Polizeibeamten wegen Andrews Tod sofort telefonisch kontaktiert. Ist ja klar, dass als erstes Familienmitglieder, Freunde und Kollegen befragt werden. Und immer wieder ist der Name Shirley gefallen. Die Ermittler wollen außerdem ihre Waffe untersuchen. Sie gibt sich sofort verständnisvoll und erklärt sich bereit, alle Fragen zu beantworten. Doch bei ihrer Suche nach ihrer Waffe ist diese ganz plötzlich unauffindbar. It's either in my closet or my bedroom, or it's in the car. Then she said, I gave the gun to Andrew. Ganz spontan fällt ihr dann ein, dass sie Andrew die Waffe gegeben hat. Gestern sei sie außerdem den ganzen Tag lang krank gewesen. Dummerweise hat Shirley auf ihrer Tour aber mehrere Anrufe getätigt und das kann die Polizei ihr natürlich nachweisen. Außerdem war sie an Andrews Computer, während er noch bei der Arbeit am Tag seines Todes war. Dort hat sie sich mit einem ihrer Accounts eingeloggt. Auf dem Nachhauseweg telefonierte sie wieder. Sehr schnell ist allen Beteiligten klar. Die Geschichten, die diese Frau erzählt, die stimmen vorne und hinten nicht. Aber anstatt jetzt einfach die Wahrheit zu sagen, erzählt sie dem Beamten eine Lüge nach der anderen. Während der Ermittlungen verlässt Shirley die USA und reist zu ihrem Haus in St. John's in Neufundland. Also erstmal schön weit weg. David und Kate Begbie, Andrews Eltern, sind am Boden zerstört. Ihr Glücksjunge, ihr Wunschkind. Sie können und wollen nicht mehr leben. Auch Andrews Freunde sind in tiefer Trauer und wissen nicht mehr weiter. Was sollen sie jetzt tun? Wie können sie für Andrews Eltern da sein? Vor allem jetzt, wo sie doch selber so doll leiden. Und trotzdem versuchen sie alles. Sie kochen Andrews Eltern selbstgemachtes Essen. Sie besuchen sie. Sie hören ihnen zu und leiden mit. Und die Täterin, die läuft da draußen einfach frei und fröhlich herum, obwohl jeder weiß, dass sie es war. Im Dezember 2001 wird Shirley dann endlich verhaftet. Das klingt jetzt erstmal vielversprechend, oder? Kurz darauf wird sie gegen Kaution schon wieder freigelassen. Und wieso das? Ein Großteil der Kaution wird von ihrem Psychotherapeuten hinterlegt. Dieses Ereignis ist für die Familie Begbie und für Andrews Freunde natürlich ein weiterer Schlag ins Gesicht. Sie hatten das Gefühl, dass es zumindest endlich Gerechtigkeit gibt. Stattdessen ist Shirley wieder auf freiem Fuß. Einen Hoffnungsschimmer gibt es aber trotzdem noch. Einen Grund zu leben. Einen Grund, weiterzumachen. Zachary Turner, ihr ungeborenes Enkelkind. Das Kind, das gerade in der Mörderin des Vaters heranwächst. Die zukünftigen Großeltern verkaufen alles, was sie haben und ziehen dann nach Neufundland. Für sie steht fest, sie wollen das Sorgerecht für den kleinen Zachary haben. Sie wollen, dass es ihm gut geht und sie wollen ihn großziehen. Sie wissen, dass er bei Shirley keine sichere Zukunft haben wird. Nicht bei der Mörderin seines eigenen Vaters. Eine Anschuldigung zum vorsätzlichen Mord müsste doch ausreichen, um ein Kind erstmal von seiner Mutter wegzubekommen. Oder? Außerdem läuft ein Auslieferungsverfahren gegen Shirley. Das zieht sich aber über Monate hinweg. David und Kate geben im Gegensatz zum kanadischen Gericht alles, was sie nur können. Sie versuchen wirklich alles in Bewegung zu setzen, um das Ganze endlich voranzutreiben, um auf ihren Enkel aufpassen zu können. Das Ganze wird aber zu einer unendlichen Tortur für die beiden. Aufgeben ist aber keine Option. Sie wollen den Kleinen von seiner Mutter wegbekommen. Ob sie nun verurteilt wird oder nicht. Es kommt zu endlosen Verhandlungen. Dann, endlich, gewährt Shirley den beiden eine Stunde pro Woche mit ihrem Enkelkind Zachary Andrew Turner. Das finde ich auch so krass, dass sie
den Sohn nach dem Vater benannt hat. Also der zweite Name ist ja Andrew und sie hat Andrew getötet. Also wie, oh, da kriege ich Gänsehaut. Wer bist du, dass du seinen Namen überhaupt noch in den Mund nimmst? Und jetzt dürfen die Großeltern ihr Enkelkind nur eine Stunde die Woche sehen. Das ist der Wahnsinn. Außerdem finden die Treffen unter sehr schrägen Auflagen statt. Es darf maximal nur eine Stunde sein. Shirley sitzt dabei im Nebenzimmer. Oma und Opa müssen überwacht werden. Also man geht jetzt mit Andrews Eltern um, als wären das die Mörder gewesen. Was sind das für Auflagen? Als wären sie die Verbrecher, die Zachary nun etwas antun könnten. Aber David und Kate machen alles mit. Sie wollen einfach nur ihren kleinen Lichtblick sehen können. Und das reicht ihnen, auch wenn es nur kurz ist. Sie haben Zachary schon geliebt, bevor sie ihn überhaupt kannten. Es ist ihnen egal, dass einer seiner Eltern ein Mörder ist. Sie sehen nur, dass er zu ihrem Sohn Andrew gehört und ein Teil von ihm ist. Und das sieht man dem kleinen Kerlchen auch echt an. Er hat genauso ein freches, kleines Gesichtchen und die gleichen verschmitzten Augen. So wie sein Vater. David und Kate freuen sich über die Zeit mit Zachary. Sie wollen nichts mehr als noch mehr Zeit mit ihm verbringen. Und da geht mir so das Herz auf. Ganz ehrlich, es gibt so viele Menschen, die sich Großeltern gewünscht hätten, wo die Großeltern leider schon verstorben sind oder wo kein Kontakt besteht. Und Zachary hat wirklich die liebsten Großeltern überhaupt bekommen. Und ich finde es so schrecklich, dass Shirley diese liebevolle Verbindung unterbrechen will. Shirley sieht es nicht ein, den Großeltern mehr Zeit mit ihrem Enkel zu schenken. Kate und David gehen dann irgendwann vors Gericht. Überlegt euch mal, was das für eine Anstrengung gewesen sein muss, immer wieder hinterher zu rennen und zu hoffen. Und das, obwohl sie wissen, dass sie mit der Mörderin ihres Sohnes zu tun haben, die übrigens immer noch frei ist. Das Gericht kommt irgendwann dann auch mal in die Puschen. Endlich scheint es weiterzugehen. Aber dann dreht sich alles in eine völlig andere Richtung. Die Frage steht im Raum, ob ein Auslieferungsverfahren wirklich nötig ist und ob der gesamte Fall nicht einfach abgewiesen werden sollte. Ein Mord. Ein kaltblütiger Mord, ein geplanter Mord. Sie ist da mit der Waffe hingefahren, mit einem Ziel, nämlich Andrew zu töten. Und jetzt wird darüber diskutiert, ob man das alles nicht einfach fallen lässt? Leute, wie kommt man überhaupt auf so einen Gedanken? Ständig gibt es Aufschiebungen, ständig werden die Großeltern hingehalten. Es wird nichts unternommen. Und die ganze Zeit über ist da ein kleines Kind, das bei dieser Mörderin lebt. Ein Kind, das Züge des Mannes hat und die DNA des Mannes, den sie getötet hat. Natürlich muss man zu dieser Zeit noch davon sprechen, dass es eine vermeintliche Mörderin ist, aber der Fall ist so eindeutig. Wow! Dann irgendwann kommt es endlich zu der lang ersehnten großen Überraschung. Am 14. November 2002 beschließt der zuständige Richter, Shirley in ein Justizvollzugszentrum bringen zu lassen. Da soll sie dann endlich eingesperrt werden, zumindest vorläufig. Zachary kommt zu David und Kate. Endlich haben sie ihren kleinen Jungen. Alle Freunde, Bekannte und Verwandte freuen sich riesig für sie. Und auch sie wollen den kleinen Jungen endlich kennenlernen. David und Kate verspüren zum ersten Mal wieder Lebensfreude. Sie können wieder lachen und wieder positiv in die Zukunft schauen. Und endlich müssen sie sich für eine kurze Zeit lang keine Sorgen mehr um Zachary machen. Sie kümmern sich um ihn. Und es ist so, als wäre er ihr eigener Sohn. Es ist so, als hätten sie ein Stück weit auch Andrew wieder zurück. Zachary ist ihr größter Schatz auf Erden. Einige Bedingungen gibt es aber. Sie müssen jeden Tag mit Shirley telefonischen Kontakt halten. Und da gibt sich Shirley auch super lieb und süß. Sie besuchen Shirley mit dem Jungen sogar im Gefängnis. Hallo? Hi. Ja, yeah, hi. Are you babysitting? Just got up. He's a little bleary-eyed, but here you go, boss. Hi, sweetheart. Zachary, how is our baby today? Oh, hi. Are you having a good day with Grandmom and Granddad? Zachary, I love you, baby. Mommy loves you. Mommy misses you. Christmas is coming and you're getting all ready for Christmas. David, hallo, Shirley. Hi, bist du am Babysitten, David? Er ist gerade aufgestanden. Er hat ein wenig müde Augen. Shirley,
Hi, Sweetheart. Wie geht's unserem Baby heute? Oh, hi. Hast du einen guten Tag mit Oma und Opa? Zachary, ich liebe dich, Baby. Mami liebt dich. Mami vermisst dich. Weihnachten kommt und bereite dich auf Weihnachten vor. Und wie gerne würde ich euch sagen, dass das Ende dieses Falls ist. Dass diese Telefonate stattgefunden haben, dass Shirley irgendwann aus dem Gefängnis gekommen ist und ihren Sohn hin und wieder besucht hat. Dass er bei den liebenden Großeltern groß geworden ist und in die Fußstapfen seines Vaters treten konnte. Aber das kann ich euch nicht erzählen. Stattdessen läuft es so. Shirley schmeichelt den Großeltern weiter. Sie sagt, wie toll sie es finden würde, dass sie sich so gut um Zachary kümmern, dass alles so schön sei. Aber Kate und David vertrauen dem Braten nicht. Shirley reicht dann irgendwann Berufung ein. Und tatsächlich, sie wird aus dem Gefängnis entlassen. Die Opfer sind anscheinend egal. Nur Shirleys Interesse scheint zu zählen. Sie wäre ja keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit. Sie hätte keine psychischen Erkrankungen. Sie sei stabil. Und deswegen wird sie freigelassen. David und Kate müssen ihren über alles geliebten Enkelsohn wieder an Shirley Turner zurückgeben. Natürlich versuchen sie immer wieder, jeden möglichen Schnipsel zu ergreifen. Irgendwann einigen sie sich dann auf Besuchsrecht. Um ihren kleinen Enkelsohn sehen zu dürfen, müssen Kate und David sich auch mit Shirley regelmäßig auseinandersetzen und sie ertragen. Sie will nicht, dass die beiden ihn alleine sehen. Da könnte ja irgendwas passieren. Was für eine böse Frau. Ehrlich. I was really upset when you took him today because I feel like I did the day you saw him at Unified Family Court. Having to be with her. I don't know if he's okay with you. I know you're not going to hurt him, but I don't know what you're saying. Shirley erzählt am Telefon, wie unwohl sie sich damit fühlt, dass Zachary alleine bei seinen Großeltern ist. Sie glaubt zwar nicht, dass sie ihm etwas antun, aber sie weiß ja auch nicht, was sie ihm so alles erzählen. Was zum Teufel? Außerdem versucht sie immer wieder, die Großeltern zu manipulieren. Es gibt Aufnahmen, auf denen sie sagt, dass sie nicht genug Geld für ihren Sohn hat und dass sie ihm gerne mehr bieten würde. Sie habe nicht genug Essen und keine Windeln für den Kleinen und sie selbst könne das alles nicht mehr stemmen. Und David und Kate springen immer gerne ein. Sie tun alles, was sie können, um Shirley, aber vor allem Zachary zu unterstützen. Und das, obwohl Shirley ihnen ja überhaupt nicht entgegenkommt. Im August 2003 kommt dann plötzlich die schreckliche Nachricht. Die Nachricht, die Kate und Davids Leben erneut komplett aus dem Fugen wirft. Shirley und Zachary sind verschwunden. Wo sind die zwei? Wieso hat Shirley sich mit Zachary auf und davon gemacht? Will sie das alles so nicht mehr? Versucht sie jetzt an einem anderen Ort neu anzufangen? Aber würde man sie nicht schnell bei ihrer Flucht ertappen? Wo will sie hin? Die Familie, ihre Freunde, die Bekannten, alle schrecken bei dieser Nachricht auf. Sie versuchen, David und Kate zu beruhigen. Sie versuchen, gemeinsam an etwas Positives zu denken. Aber bald kommt eine neue Nachricht auf David und Kate zu. Shirley und Zachary wurden tot aufgefunden. Shirley ertränkte ihren 13 Monate alten Sohn und sich selbst. Die Staatsanwälte in Pennsylvania hatten dem kanadischen Gericht geraten, Shirley nicht freizulassen. Sie sei potenziell gefährlich und auch ein Suizid sei nicht auszuschließen. Denk nochmal an den Selbstmordversuch vor der Tür ihres Ex. Offensichtlich werfen emotionale Situationen Shirley aus der Bahn. Und jetzt stellt sich heraus, dass sie ihren Sohn in all das mit reingezogen hat. Sie hat Zachary an sich gebunden und ist ins Wasser gesprungen. Anscheinend hatte sie ihm vorher Medikamente gegeben, sodass er wahrscheinlich nicht bei Bewusstsein war. So viele Menschen nehmen Anteil an Zacharys Tod. Sie kommen zu seiner Beerdigung. Seine Familie und deren Freunde, alle sind zutiefst betroffen. Leute, boah, bei den Bildern, ich könnte sofort wieder anfangen zu weinen. Geht es noch schlimmer? Zuerst verlieren David und Kate ihren Sohn, auf den sie so lange gehofft und gewartet haben. Dann durchlaufen sie Gerichtsprozesse, versuchen alles, um zumindest ihren Enkel sehen zu können. Und dann nimmt diese Frau auch ihn. David und Kate sind am Boden zerstört. Für sie ist die Hoffnung auf eine glücklichere Zeit endgültig dahin. Jetzt heißt es nur noch kämpfen und aufdecken, was alles schiefgelaufen ist. Sie sehen noch einen Schuldigen. Sie trauten damals dem Rechtssystem und das mussten sie ja auch.
Das war das Einzige, das Shirley hätte stoppen können. Aber Shirley Turner konnte tun und lassen, was sie wollte. Sie kam einfach durch. Es heißt, alles habe seine Richtigkeit gehabt. Aber Kate und David sehen das anders. Wenn alles richtig gelaufen wäre, dann würde ihr Enkel noch leben. Zwei Menschen sind gestorben. In einer Pressekonferenz versucht David, die Öffentlichkeit und das Rechtssystem zu erreichen. In dieser Konferenz spricht er davon, dass er glaubt, das Rechtssystem habe Shirley unterstützt. We believe that Shirley Turner bears 100% of the responsibility for the murder of our son Andrew. We believe that the legal system helped her to kill our grandson Zachary. When Shirley Turner was formally charged and escaped to Canada, we naively thought she would be sent back to Pennsylvania within a few weeks at the most. When we learned that she was out. Es habe genug Zeichen dafür gegeben, dass sie gefährlich ist, dass sie psychische Probleme hat und das wurde einfach ignoriert. Dass Kate und David mit ihrer Meinung an die Öffentlichkeit gehen, das bewirkt was. Menschen werden auf den Fall aufmerksam. Shirleys Anwalt wird wegen Fehlverhaltens für schuldig befunden. Ihm war es auch zu verdanken, dass Shirley freikam. Außerdem werden die Umstände von Zacharys Tod genauer untersucht. Es kommt zu zwei wichtigen Schlussfolgerungen. Erstens, Zacharys Tod war vermeidbar. Und zweitens, Zachary war in der Obhut seiner Mutter, obwohl er dort nicht hätte sein sollen. Zachary Turner's death was preventable, and two, Zachary was in his mother's care when he should not have been. Das Kinderschutzsystem hat demnach in diesem Fall versagt. Wäre Shirley nicht freigesprochen worden, würde Zachary noch leben. Und das ist so eine traurige, wirklich schreckliche Schlussfolgerung, die einen zum Verzweifeln bringt. David veröffentlicht ein Buch, Dance with the Devil. Er beschreibt die Ereignisse, die ihn nie wieder loslassen werden. Er und Kate leisten Öffentlichkeitsarbeit. So etwas soll und darf nie wieder passieren. Und das ist so unfassbar, dass diese beiden Menschen es tatsächlich schaffen, den Kopf oben zu halten und weiterzumachen und sich dabei sogar noch um andere zu kümmern. Sie setzen sich nun für Gerechtigkeit und den Schutz anderer Kinder ein. Sie klären auf und sie helfen anderen. Was für starke Menschen. Das ist der Wahnsinn. So viele Leben mussten eine tragische Richtung nehmen. Sie wurden beendet oder für immer geprägt. Und das alles wegen einer einzigen Frau. Wegen Shirley Turner. Der Macher der Doku, an der ich mich hier orientiert habe, war ein Freund von Andrew. Er wollte mit seinem Film etwas bewirken. Andrew sollte nicht in Vergessenheit geraten. Die Doku war eigentlich für seinen Sohn gedacht. Eines Tages sollte Zachary diese Doku mal gucken können, um zu verstehen, warum sein Vater nicht mehr lebt und was er für ein toller Mensch war. Statt ein Film für Zachary ist es nun aber ein Film für Kate und David Begbie geworden. Um Andrews Leben als Arzt zu ehren und seiner zu gedenken, wird das Begbie-Stipendium ins Leben gerufen. Seine Eltern, Freunde und Familienmitglieder finanzieren es. Außerdem wird Geld in Form von Spenden gesammelt. Kommen wir zum heutigen Fazit. Wir sind am Ende des Falls angekommen und es fühlt sich alles einfach so schwer an. Die Stimme vom kleinen Zachary zu hören, seine Großeltern weinen zu sehen und dann im Gegenzug die Stimme von Shirley und ihr Grinsen. All das ist sehr, sehr schwer zu ertragen. Ich habe echt die Hände über den Kopf geschlagen, als ich lesen musste, dass so eine Frau freigesprochen wird und dann noch dieses Kind mitnehmen darf. All das ist so unverständlich. Ein Freund von Andrew sagte in einem der Interviews, dass Andrew nie zu spät kam. Aus der Doku geht eines hervor. Es gab zwei einschneidende Momente, in denen er das doch tat. Am Tag seiner Geburt und am Tag seines Todes. Und damit enden wir den heutigen Fall. Ich hoffe, dass es euch soweit gut geht. Ich hoffe, dass ihr nicht weinen müsst. Und dieser Fall soll uns einfach daran erinnern, wie wichtig und wertvoll Gerechtigkeit ist und dass es ein hohes Gut ist, das wir jeden Tag verteidigen müssen. Drückt eure Lieben heute etwas fester als sonst. Habt einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.